Hallo, herzlich willkommen zur Vorlesung Literatur und Erinnerungskultur. Heute geht es um das Tabu, die Rede über das Tabu und ihre Funktion für die Kritik an der Aufarbeitung des NS-Erbes und Forderungen nach einer erinnerungspolitischen Wende. Ich führe Sie in diesen Kontext im ersten Teil der Vorlesung ein und erläutere dann im zweiten Teil drei Beispiele dafür. Warum überhaupt über das Tabu sprechen und angebliche Tabuisierungen? Die Ausgangsthese ist, dass das Tabu im Zentrum von Debatten darüber steht, wie hat die deutsche Erinnerungskultur seit 1945 funktioniert, und es werden Behauptungen aufgestellt, von welchen Motivationen, Machtinteressen sie getragen worden sei. Da geht es im Wesentlichen um die Rolle der 68er, über die wir im Kontext von Ola Hahns Familienroman bereits gesprochen haben. Die Zielsetzung, die Stoßrichtung dieser Debatten ist es, zu einer Enttabuisierung der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte beizutragen. Nun ist das allerdings ein Erbe selber der Auseinandersetzung mit der Aufklärung über die NS-Zeit, denn da spielt die kritische Auseinandersetzung mit Tabus bzw. die Enttabuisierung eine ganz zentrale Rolle und ist ein positiv besetzter Begriff, ein aufklärerisch besetzter Begriff. Die Enttabuisierungen, die jetzt aber gefordert werden in den 90er Jahren, sind getragen von Ressentiments und sind dominant gegenaufklärerisch. Das wird an den drei Beispielen sehr deutlich werden, die ich Ihnen vorstellen möchte. Die Tabudiskurse der 90er Jahre und die Forderung nach einer neuen Erinnerungspolitik sind verbunden ganz eng mit Debatten über die gesellschaftliche Funktion von Literatur in der Nachkriegszeit und der grundlegenden Ideen darüber, welche Funktion Literatur in Gesellschaften grundsätzlich haben solle oder zukomme. Wir hatten schon das Thema Literaturstreit, also ausgehend von Christa Wolffs Erzählung Was bleibt, hat sich im Juni, seit Juni 1990 ein Literaturstreit entwickelt, der sich dann von seinem Anlass relativ schnell abgekoppelt hat und zu einem ganz grundsätzlichen Streit darüber wurde, welche Rolle die Aufarbeitung der NS-Geschichte oder überhaupt politische Themen für die Nachkriegsliteratur gespielt haben. Es gibt da zwei Lesarten. Die eine war zu sagen, dass es insgesamt eine Gesinnungsästhetik, das war der diffamierende Begriff, mit dem grundsätzlich bestritten wurde, dass Literatur sich in gesellschaftspolitische Aushandlungsprozesse dieser Art überhaupt einmischen solle. Und die andere Fraktion sah eher, dass es eine Notwendigkeit gab, in der Nachkriegsliteratur eine engagierte Literatur, eine auch Literatur, die sich eben in gesellschaftspolitische, das Erinnerungsprojekt einmischt und daran beteiligt, die aber gleichzeitig sagt, nach dem Ende der deutschen Teilung sei dafür sozusagen die Zeit abgelaufen und auch im Sinne einer La Pola, einer sozusagen Ethik und Ästhetik grundsätzlich trennenden Vorstellung von Literatur quasi anhing. Nicht mal 10 Jahre später haben wir genau umgekehrte Vorzeichen für diese Ethik-Ästhetik-Debatte. Plötzlich scheint es einhellig konsensfähig zu sein, dass Literatur ein erinnerungspolitisches Projekt hat, haben nicht nur haben darf, sondern sogar haben sollte. Denn nun ist der Vorwurf nicht, dass sich Literatur überhaupt daran beteiligt hat, sondern dass sie von den falschen Themen erzählt habe. Die These, die aufgestellt wird, ist, die Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit hätten angeblich spezifische Erfahrungskomplexe des Zweiten Weltkriegs ausgeklammert und damit tabuisiert. Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung sind die drei zentralen Punkte. Nun kann man hergehen und erst einfach mal auszählen, wie viel an solchen Themen in Texten da ist. Das wurde auch gemacht und damit die These, das sei tabuisiert gewesen, in der Literatur bestritten. Man kann aber auch ein bisschen grundsätzlicher rangehen und fragen, gab es denn überhaupt die Notwendigkeit für dieses literarische Projekt? Denn die These, dass die Literatur etwas versäumt habe, einen Impuls zu liefern für eine wichtige gesellschaftspolitische Debatte, die aber offensichtlich nicht geführt werden konnte,
kann ja nur funktionieren vor dem Hintergrund, dass es diese Debatte gar nicht gab. Also es muss ja eine Leerstelle sein, die bearbeitet werden muss. Und wenn man sich Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung ansieht, dann gibt es da keine Leerstelle. Ganz einfaches erstes und dann Indiz dafür ist, dass es ein Bundesministerium für vertriebene Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte gab, über 20 Jahre, und dass damit wir in der Politik eine Position hatten, die Sorge dafür getragen hat, dass das auf einer politischen und damit auch auf einer öffentlichen Agenda stand. Wir haben, selbst wenn man einzelne Themenkomplexe anguckt, und das ist immer wieder, als Beispiel wird der Untergang der Wilhelm Gustloff genannt, was ich deswegen rausgreife, weil wir uns noch mit Günter Grass im Krebsgang beschäftigen werden und da zum Beispiel auch von Figuren die These vertreten wird, das sei ein tabuisierter Gegenstand gewesen, über den nicht hätte gesprochen werden können. Und dann schaut man mal kurz, was es da so gibt, was für Material es gibt, und entdeckt einen Film von Frank Wisbar aus dem Jahr 1959, der Anschlusskommunikationen damals hervorgerufen hat. Und das wiederum bedeutet, das war kein tabuisierter Gegenstand. Möglicherweise ein Gegenstand der Verhandlung, des Streits, aber kein tabuisierter Gegenstand. Wir haben immer wieder Anlässe, die Erinnerungskultur und den Stand der Erinnerungskultur zu befragen und sozusagen zu sagen, über wen wird gesprochen und über wen wird geschwiegen. Ich habe, weil diese Rede vom Bundespräsident Richard von Weizsäcker, die er am 8. Mai 1985 in Bonn gehalten hat, jetzt heute mitgebracht, weil sie ein erinnerungspolitischer Meilenstein ist. Und dieses Jahr nochmal anlässlich auch des Gedenkens zum 8. Mai wieder verhandelt, diskutiert worden ist. Warum war das der Fall? Ich habe mir die Rede auch nochmal genauer angesehen und festgestellt, sie ist einerseits genau das oder liefert genau das, was ich abgespeichert hatte, nämlich Richard von Weizsäcker spricht klar über den Holocaust. Er spricht klar eine Wir-haben-von-nichts-gewusst-Haltung an und kritisiert diese. Er plädiert an die Deutschen, vor allem auch an jüngeren Deutschen, Verantwortung für die deutschen Verbrechen zu übernehmen. Der Ausschnitt, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein Teil der Rede, in dem einzelne Opfergruppen angesprochen werden, wessen gedenken wir. Das ist ein zentraler Teil der Rede. Und so sozusagen in diesem Gedenkmodus hatte ich die Rede auch in Erinnerung. Was die Rede auch bietet, was mir nicht mehr so präsent war, war an ganz vielen Stellen über Erfahrungen zu sprechen und den Streit um die Erinnerungskultur damit in einer Weise aufzugreifen und zu rahmen. In einer ganz bestimmten Weise zu rahmen und eine gewisse Sprechkonvention über diese Leiden damit endgültig zu etablieren. Eine Sprechkonvention gegen jeden Revanchismus. Eine Stelle, in der Erfahrungen des 8. Mai 1945 aufgegriffen werden, lautet zum Beispiel so: Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davongekommen waren. Andere empfanden Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere Deutsche vor dem geschenkten neuen Anfang. In dieser Passage fällt auf, dass unter anderem Bombennächte erwähnt werden, Vertreibung, die unterschiedlichen Erfahrungen, ne, Gefangenschaft, Schmerz, Verbitterung, unterschiedliche Emotionen Raum gegeben wird. Und das ist wichtig für die Einschätzung der Rede, dass das vorkommt, dass das also thematisiert wird, dass es unterschiedliche Arten gibt, diesen 8. Mai
erlebt, nicht nur erlebt zu haben, sondern jetzt auch zu sehen, das eben auch als Niederlage erfahren zu haben und trotzdem zu sagen, es ist für alle ein Tag der Befreiung. Das ist das Etikett, das Richard von Weizsäcker benutzt. Sozusagen, viele Völker gedenken heute des Tages, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Seinem Schicksal gemäß hat jedes Volk dabei seine eigenen Gefühle. Sieg oder Niederlage, Befreiung von Unrecht und Fremdherrschaft oder Übergang zu neuer Abhängigkeit, Teilung, neue Bündnisse, gewaltige Machtverschiebungen. Der 8. Mai 1945 ist ein Datum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa. Also, das Gedächtnis ist zu Recht unterschiedlich, sagt er einerseits, und es kommt Sieg oder Niederlage wieder vor. Und jetzt wird angesprochen, wie denn Sieg und Niederlage möglicherweise im deutschen Kontext vermittelt werden sollten, wie man darüber sprechen sollte. Zitat: Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Was Richard von Weizsäcker damit sagt, ist, wenn du von Leiden sprichst, wie Flucht, Vertreibung, Bombenkrieg, wenn du das thematisieren willst, dann sage, dass das deutsche Schuld ist. Zeig also nicht nach außen, sondern zeig darauf, wer diesen Krieg begonnen hat. Also die Deutschen sind Opfer ihrer selbst. Das ist das, was er sagt, aber nicht in dem Sinne, dass sie nur Opfer sind, sondern dass sie auch gelitten haben, aber in erster Linie Leid anderen zugefügt haben. Es geht also immer um die Einordnung. Sprich nie von deutschen Opfern in dem Sinne, nämlich Opfern von Flucht, Vertreibung und Bombenkrieg, wenn du eigentlich sozusagen nicht gleichzeitig thematisieren möchtest, dass das Folge des deutschen Angriffskrieges war. Eine unmittelbare, sozusagen, es geht immer um diese Verknüpfung. Ja, sprich nicht von Opfern, von die sozusagen nach dem Kriegsende Leid erlitten haben, wenn du nicht gleichzeitig sagst, was die Ursache dafür war. Das fasst auch ein anderer Teil der Rede nochmal zusammen, was sagt, die anderen Völker wurden zunächst Opfer eines von Deutschland ausgehenden Krieges, bevor wir selbst zu Opfern unseres eigenen Krieges wurden. Also das ist wichtig, dass es hier eine Rahmung gibt, dass er von Deutschen als Opfern spricht. Aber, also Deutsch jetzt hier, es sind immer die Opfer von Fluchtkrieg und Bombenkrieg, Vertreibung gemeint, sozusagen, dass er von diesen Opfergruppen spricht, aber als Folge der nationalsozialistischen Herrschaft und als Folge des deutschen Angriffskrieges damit. Ja? Und natürlich sind sozusagen alle revanchistischen Positionen durch diese Rahmung weg, weil man keine Aufrechnung, die haben aber auch uns zu Opfern gemacht, machen kann, weil es immer die Rahmung ist, deutsches Leid ist Folge deutscher Verbrechen. Diese Klammer ist wichtig, die ist aber mittlerweile eine, die anders, die so nicht mehr kommuniziert wird, sondern der Tag der Befreiung. Dieses Etikett hat sich quasi von dieser Rahmung etwas abgelöst. Das heißt, der erinnerungspolitische Meilenstein, der Weizsäckers Rede damals war, ist es heute oder ist es nicht mehr, wenn man sagt, das hängt ganz klar immer noch an dieser Begrifflichkeit Befreiung. Denn diese Befreiung wird heute anders gelesen. Deswegen hatten wir in diesem Jahr eine sehr ausführliche Debatte darüber, ob man weiterhin Tag der Befreiung überhaupt sagen sollte. Denn Tag der Befreiung wird, das ist ein Beispiel, habe ich Ihnen mitgebracht, die Kolumne von Alexander Neubacher, warum Deutschland keinen Tag der Befreiung feiern sollte. Eine Mehrheit der Deutschen nimmt den Begriff Befreiung inzwischen wörtlich. Es seien nur einige Verbrecher gewesen, die den Zweiten Weltkrieg angezettelt und die Juden ermordet haben.
Das heißt, was passiert mit diesem Begriff Befreiung ist, dass Deutsche ausschließlich als Opfer gesehen werden, also eine klare revanchistische Position mit diesem Begriff Befreiung plötzlich verknüpft wird, die so tut, als ob es eben eine nationalsozialistische kleine Funktionselite gab, die für alle Verbrechen verantwortlich sei und das Gros der Deutschen habe damit überhaupt nichts zu tun. Das sind sozusagen eigentlich die Positionen genau, gegen die Richard von Weizsäcker mit seiner Rede angegangen war. Aber Tag der Befreiung transportiert das heute nicht mehr. Das heißt, die aktuelle Kritik am Begriff Befreiung richtet sich dagegen, dass das an dem Opfermythos zuarbeiten könne, nämlich die Deutschen seien von den Nationalsozialisten befreit worden, wie die anderen Völker auch. Das ist der sozusagen revanchistische Interpretation, die da drin liegt und die offensichtlich Anklang findet. Nun gehen wir von dieser Frage sozusagen der Etikettierung mal nochmal genauer auf diese angeblichen Tabuisierungen. Die Rede von Richard von Weizsäcker hatte ich ursprünglich auch eingeführt, um zu sagen, schau her, Mitte der 80er Jahre, da wird ganz viel noch über Flucht, Vertreibung, Bombenkrieg, Erfahrung gesprochen. Und das waren keine tabuisierten Themen, das waren Themen, die in einer bestimmten Weise politisch gesprochen wurde und im öffentlichen Raum gesprochen wurde und sozusagen immer mit dieser Rahmung gesprochen werden sollte. Das heißt, etwas etabliert wurde, sind bestimmte Sprechkonventionen über diese Themen, das sind aber keine echten Tabuisierungen. Es gab aber Themen, die tabuisiert waren. Eine davon schreibt Alaida Aßmann. Zitat, die Welle der Vergewaltigungen war das, was Sozialpsychologen als ein stummes Ereignis einstufen würden. Es war ein Trauma, das gesellschaftlicher Tabuisierung unterlag und meist nicht einmal im geschützten Familiengedächtnis einen Platz fand. Im Gegensatz dazu stand das Vertriebenengedächtnis, das nicht nur im Familiengedächtnis eine große Rolle spielte, sondern auch eine starke öffentliche Resonanz hatte. Der zweite Teil bestätigt nochmal, dass über Vertreibung gesprochen werden konnte. Möglicherweise wurde im familiären Raum anders darüber gesprochen als im öffentlichen Raum, weil hier eben Sprachkonventionen zu beachten waren. Aber es war immer ein viel diskutiertes Thema. Das nicht heißt, dass jedes Leid jedes Einzelnen debattiert wurde, aber das Thema selber war präsent, konnte angesprochen werden. Im Unterschied zu anderen Themen. Und ein Beispiel sind Vergewaltigungen. Das Wichtige, was wir sozusagen jetzt erstmal mitnehmen aus diesen Diskursen, ist zu sagen, es gab tatsächlich tabuisierte Erfahrungskomplexe. Die Rede darüber, dass es Tabus gab, stimmt auch für Kriegserfahrungen, für bestimmte Kriegserfahrungen, aber nicht notwendigerweise für die Kriegserfahrungen, die behauptet wurden, dass sie tabuisiert gewesen seien. Das ist das, was man hinterfragen muss. Also in den 90er Jahren wurden Tabuisierungen behauptet, die es nicht gegeben hat. Und über andere Tabuisierungen, die es gegeben hat, wurde aber nicht gestritten. Ja, also der wichtige Punkt ist, erstmal festzuhalten, es gab Tabuisierungen, aber nicht notwendigerweise diejenigen, die dann in den 90er Jahren zum Anlass genommen wurden, eine neue Erinnerungskultur zu fordern. Noch einen Schritt weiter zurück, warum ist überhaupt der Begriff Tabu so wichtig für die Auseinandersetzung mit der Aufklärung über die NS-Zeit, wenn wir doch jetzt gerade gesehen haben, dass vieles, was als Tabu bezeichnet wurde, möglicherweise gar keins war. Der Begriff Tabu verbindet sich mit einem aufklärerischen, aufklärerischen Konzept, dass nämlich Tabus etwas sind, was bearbeitet werden muss und was sozusagen gelöst werden muss, von einer Tabuisierung, einem Schweigen hin zu einem Sprechen, also eine Enttabuisierung bestimmter Gegenstände sind sozusagen ein emanzipatives, fortschrittlich geltendes Konzept. Und das hat seinen
sozusagen ist auch tatsächlich verknüpft mit dem, was sozusagen das Projekt der 68er ist, nämlich ein Zeichen der Aufklärung für die Enttabuisierung der NS-Zeit. Damit ist gemeint, dass endlich über deutsche Verbrechen gesprochen wird, dass wir im beginnenden Wirtschaftswunderland der Adenauerzeit eben ein Schweigen hatten, das sich aber nicht auf die angeblich tabuisierten Erfahrungsbestände, Erfahrungskomplexe, die sozusagen inkriminiert worden sind in den 90er Jahren bezogen hat, sondern auf die deutschen Verbrechen. Die Aufklärung darüber, wer warst du im Krieg? Ja? Die Aufklärung über Mittäterschaft, die Legende, wir haben schon darüber gesprochen, die Legende der sogenannten sauberen Wehrmacht, die angeblich nicht verstrickt gewesen sei in den Vernichtungskrieg im Osten. Das sind genau diese Erfahrungsbestände, das sind die Gegenstände, die enttabuisiert werden sollten in einem sozusagen Gestus der Aufklärung. Konzentriert oder auch tatsächlich sozusagen schlagwortartig ist das zusammengefasst in die Unfähigkeit zu trauern. Das ist ein quasi sprichwörtlich gewordener Titel einer Schrift von Alexander und Margarete Mitscherlich, die ich Ihnen deswegen mitgebracht habe, wo dieses Plädoyer, eine Begründung dafür drin ist, warum das Nichtbearbeiten von Tabus problematisch ist. Zitat: Vom Tabu geht eine Reaktionskette aus, die oft in der Geschichte eine Kettenreaktion des Unheils ausgelöst hat. Tabu befördert Ressentiment. Dieses blockiert ein freieres Urteil und vermehrt die Rückständigkeit. Diese wird dann wiederum zum großen Bundesgenossen des Tabus. Tabus hindern also ein freies Denken, befördern Ressentiments, behindern den Austausch über bestimmte erfahrungskomplexe Ereignisse und richten sozusagen gesamtgesellschaftlich Schaden an. Das Redeverbot oder Denkverbot, das sich mit dem Tabu verbindet, spricht darüber nicht. Behalte das für dich, ist ein gesamtgesellschaftliches Hindernis dafür, dass zum Beispiel der Antisemitismus bearbeitet werden kann. Wenn darüber nicht gesprochen werden kann, wenn über die Mittäterschaft von Wehrmachtssoldaten im Vernichtungskrieg nicht gesprochen werden kann, kann sozusagen das alles nicht bearbeitet werden und es entsteht sozusagen eben genau sozusagen der Untertanengeist aus der NS-Zeit, ne, Befehl und Gehorsam wird dadurch einfach weitergetragen, weil das mit sich miteinander verknüpft und nicht bearbeitet werden kann. Deswegen ist hier die Konformität unter Gehorchenden eines der ganz zentralen Schlagwörter. Wir brauchen also sozusagen, um zu einem anderen Erkenntnisstand über die NS-Geschichte zu kommen, um sozusagen dieses freiere Urteil jedes Einzelnen über die Taten in der NS-Zeit zu befördern, brauchen wir quasi eine Enttabuisierung. Wir brauchen eine Aufklärung über eine verdrängte und damit auf fatale Art weiterwirkende Vergangenheit. Damit die NS-Vergangenheit nicht die Zukunft der Bundesrepublik bestimmt, muss endlich über die NS-Verbrechen und die Mittäterschaft und Täterschaft gesprochen werden. Und die muss, also die Vergangenheit muss deswegen enttabuisiert werden. Deswegen ist das ein aufklärerisches Projekt. Das ist ein positiv belegtes Projekt. Das ist ein Projekt, das sozusagen, in dem sich ganz grundsätzlich kristallisiert, ein gesamtgesellschaftlicher Aufbruch, der von Schweigen zu Sprechen geht. Ja? Vom Verschweigen zu Bearbeiten geht und damit sozusagen einen Prozess fördern soll, der Aufklärung. Nun haben wir gleichzeitig gesehen, dass wir Sprachkonventionen haben in der Nachkriegszeit, die etabliert werden sollten. Und das kann eine produktive Tabuisierung genannt werden. Ich sage das in aller Vorsicht, weil das umstritten ist, ob man dafür denselben Begriff benutzen kann. Aber man könnte zumindest sagen,
Es sind Sprachkonventionen da über den Nationalsozialismus, also sprich nicht von Opfern von Bombenkrieg und Vertreibung, wenn du nicht sagst, dass das eine Folge des deutschen Angriffskrieges ist. Ich wiederhole das nur nochmal. Und gleichzeitig gibt es schon auch eine Aufforderung zu schweigen in einem bestimmten Sinne, nämlich, wir haben gesagt, es muss zum Beispiel aufgeklärt werden über Antisemitismus, was gleichzeitig heißt, Antisemitismus ist nur dann Thema öffentlicher Kommunikation, wenn man sozusagen sich kritisch distanziert von früheren Wissensbeständen oder eigenen Haltungen, aber antisemitische Rede selbst ist nicht erwünscht in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit, sondern die Umerziehung, Re-Education, diesem sozusagen Prozess des Verlernens der NS-Ideologie und damit auch der NS-Sprache und damit aber auch eines ganz zentralen Aspekts der Weltanschauung, nämlich des Antisemitismus. Dieses Verlernen wird quasi gezeigt, indem man sich nicht mehr antisemitisch äußert. Das ist sozusagen sehr klar, dass das ein Schweigegebot, könnte man sagen, war, um öffentlich sicherzustellen, dass Antisemitismus nicht mehr konsensfähig ist. So. Man ist sich sozusagen etabliert einen anti-antisemitischen Konsens in der Bundesrepublik. Das war Ziel sozusagen in der Nachkriegszeit, um die Distanz zum Nationalsozialismus sozusagen und das Weiterlernen, sozusagen Erlernen einer neuen Zivilisiertheit darstellen zu können. Und wenn ich das so ein bisschen formuliere, dann auch deswegen, um klarzumachen, dass es auch darum ging, jüdische Opfer, die in Deutschland noch waren, davor zu schützen, direkt mit Antisemitismus konfrontiert zu werden. Die größere Funktion dieses Schweigegebotes ist aber natürlich eine andere. Sie ist eine, die auf den Staat zielt. Die Bundesrepublik, die junge Demokratie muss sich abgrenzen vom Nationalsozialismus. Es gibt sozusagen, das Ansehen der Bundesrepublik hängt daran, dass sie als unterschiedlich zum Dritten Reich wahrgenommen wird und dazu gehört die Etablierung eines anti-antisemitischen Konsenses. Das heißt, diese Sprachkonvention oder eben auch Meidungsgebot antisemitischer Aussagen dienen einem Ordnungsgewinn der jungen Demokratie, dienen dazu zu sagen, sieh her, wir haben unsere Lektion gelernt. Ja, wir haben unsere Lektion gelernt. Wir wissen jetzt, dass Antisemitismus keine erwünschte Weltanschauung ist und dass sie nicht Konsens oder wir sind uns darüber einig, dass sie nicht konsensfähig ist. Das Problem, das sich damit verbindet, ist natürlich, was nicht öffentlich debattiert wird, kann auch nicht bearbeitet werden. Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt der Tabuisierung, weswegen Debatten über Antisemitismus, die ganz regelmäßig die gesamte Geschichte der Bundesrepublik begleiten, weil es regelmäßig Anlässe gab, diesen anti-antisemitischen Konsens sozusagen entweder verletzt zu sehen oder die Frage zu stellen, ob er überhaupt schon etabliert ist. Kann man sagen, das sind schmerzhafte Ereignisse der Erinnerungskultur, aber sie sind gleichzeitig wichtige Katalysatoren, weil nur wenn etwas bearbeitet werden kann, auch wieder festgestellt werden kann, dass es diesen anti-antisemitischen Konsens überhaupt geben soll, dass das Teil unserer Erinnerungskultur ist und dass unser Selbstverständnis darauf beruht, dass wir aus dem Nationalsozialismus etwas gelernt haben. So. Das heißt, wenn es um Antisemitismus geht, kann man schon sagen, es wurden Strukturen ausgebildet, die regeln, was in welchen Situationen gesagt bzw. verschwiegen, gesehen bzw. übersehen werden muss. Das ist Zitat aus einem Text von Werner Bergmann und Rainer Erb, die jetzt nicht direkt von Tabus, sondern von Kommunikationslatenz sprechen. Und ich glaube, das ist letztlich auch der bessere Begriff. Ich finde es aber in der Gegenüberstellung auch nicht ganz falsch zu sagen, der Aufklärungsgestus, der sich mit der Aufarbeitung der NS-Geschichte verbindet und als sozusagen im Schlagwort der Enttabuisierung sich kristallisieren wird, ist gleichzeitig begleitet von produktiven Tabuisierungen, nämlich zu sagen, darüber soll gesprochen werden und darüber aber nicht.
Ja, das ist ein Zusammenhang, ein Kommunikationszusammenhang, den ich wichtig finde, sich dem bewusst zu machen, um nicht so eine einfache Dichotomie von es soll alles gesagt werden können oder vorher alles wird beschwiegen, sondern was soll gesagt werden und was wird beschwiegen. Das ist deswegen ist produktive Tabuisierung, nämlich mit Blick auf diese Schutzfunktion und die Etablierung eines anti-antisemitischen Konsenses, finde ich durchaus nachvollziehbar, das sozusagen mit Enttabuisierung so zu koppeln und als im Gesamtzusammenhang der Bundesrepublik des Erinnerungsdiskurses zu sehen. Was man daraus zunächst mal mitnehmen kann, ist jetzt eine leitende These. Seit den 1960er Jahren hat sich eine aufklärerische Rhetorik der Vergangenheitsbewältigung oder anders ausgedrückt der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte entwickelt. Das ist allen bewusst. Also dass Tabus bzw. Enttabuisierung mit der Aufklärung, mit dem aufklärerischen Projekt über die NS-Zeit direkt verbunden sind, ist ein Wissensbestand für die Erinnerung, in der Erinnerungskultur selber. Ja, also Aufklärung und Enttabuisierung sind miteinander verknüpft. Und nicht so sehr, was wir eben auch haben, produktive Tabuisierung, ne, weil Enttabuisierung ist der positive, aufklärerisch besetzte Begriff. Das ist in der Erinnerungskultur vorhanden, als ist sozusagen geteiltes Wissen. An dieses Wissen knüpfen Tabudiskurse der 90er Jahre also an. Sie fordern eine Neuperspektivierung des Erinnerungsdiskurses und partizipieren, weil sie auch dieses Schlagwort von der Enttabuisierung benutzen, an einem aufklärerischen Diskurs, der mühsam erarbeitet werden musste in der Nachkriegszeit. Und das ist das, was ich Ihnen nächste Woche vortragen möchte, an drei Beispielen, obwohl sie diese aufklärerischen Ziele kritisieren, zum Teil sogar explizit bekämpfen und infrage stellen. Im Zentrum der Kritik stehen angebliche Existenz, Umgang mit Kommunikationstabus und Sprachtabus. Also die Frage, worüber durfte gesprochen werden und worüber durfte nicht gesprochen werden. Die zentrale These ist, die alle diese Tabudiskurse verbindet oder auch motiviert antreibt, dass Tabuisierungen dazu geführt hätten, dass die Deutschen Opfer ihrer eigenen Erinnerungskultur geworden seien. Das heißt, die Zielrichtung ist es zu fragen, wie hat sich das Nationenverständnis entwickelt durch die Art und Weise, wie wir in unserer Erinnerungskultur mit der NS-Geschichte umgegangen sind. Das ist die zentrale Stoßrichtung, nach dem Nationenverständnis zu fragen. Gut, soweit für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis nächste Woche mit drei Beispielen, die das dann anschaulich machen werden, was ich mit Tabuisierung und Tabuisierungsdiskursen meine. Und wir werden uns beschäftigen mit Reden und mit einem literarischen Text, nämlich Günter Grass im Krebsgang. Machen Sie es gut. Tschüss.